Hallo allerseits, mein Name ist Christina Liedtke und es ist schön, euch nach so langer Zeit wiederzusehen. Ich habe bis zum Schluss nicht daran geglaubt. Beim zweiten Mal vor euch dachte ich, es wird entspannter und ohne nennenswerte Aufregung geben. Dem ist nicht so. Ich habe ein total flaues Gefühl im Bauch und hoffe auch diesmal auf eure Unterstützung, damit ich hier nicht vor lauter Aufregung von der Bühne falle. In der heutigen Zeit werden sich sicherlich einige fragen, haben die da keine anderen Sorgen als die Legalisierung von Cannabis? Doch, aber trotzdem oder gerade deshalb sollten wir dieses Ziel nicht aus den Augen lassen, weil die Politik hat uns doch im Wesentlichen bisher nicht geholfen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier permanent im Wahlkampf. Im Dezember 2020 haben die Vereinten Nationen Cannabis aus der Kategorie der Single-Konvention 4 als gefährliche Droge gestrichen. Es wird somit medizinisch anerkannt. Aber was bringt es letztendlich für die Patienten in der Praxis? Was ich in Erfahrung gebracht habe, ziemlich gar nichts. Der Hanfverband hatte übrigens über die Freigabe gesprochen. Nach dem, was ich, wie gesagt, in Erfahrung gebracht habe, nichts. Selbst über 20 Jahren an MS erkrankt und BTMler habe ich einige Patienten dazu befragt. Und es kam gar nichts Positives heraus. Obwohl die Ärzte jetzt mehr Rechtssicherheit haben, scheuen sich doch nicht wenige Mediziner, ein BTM auszustellen. Und wenn, fängt es zu Anfang meist mit Sativex, zersetzt mit Zusatzstoffen an und läuft nicht auf Blüte hinaus. Wenn euch das passiert, legt Widerspruch ein. Ihr seid berechtigt, Cannabisblüten einzufordern. Und die Kassen diskutieren häufig noch über die Kostenübernahme. Für nicht wenige Patienten ein sehr, sehr mühevoller Weg. Dabei vergessen die Kassen, Leute, der Arzt hat die Therapiehoheit, nur der Arzt, nicht die Krankenkasse. Hier zwei Beispiele. Eine Patientin ist vom Neurologen zum Palliativmediziner überwiesen worden. Und auf die Frage nach Cannabis hat er gesagt, das verschreibe ich nicht. Es hat viele Nebenwirkungen und macht abhängig. Ich werde ihm Opium verschreiben. Und wir wissen alle, gerade ein Opiat führt bekannterweise in die Abhängigkeit. Cannabis eher nicht. Sie hat die Praxis ohne Rezept verlassen. Ein anderes Beispiel. Ein junger Mann hat es geschafft. Mit gravierenden Rückenschmerzen hat er ein BTM bekommen. Die Kassen wollen aber die Kosten nicht übernehmen. Privat kann er sich Cannabis auf Rezept nicht leisten. Willkommen im 21. Jahrhundert. Und genau das ist der Punkt. Wenn trotz bestehender Gesetze Ärzte so zögerlich ein BTM ausstellen und die Krankenkassen nicht bezahlen wollen. Dabei ist ein Austherapiertsein nicht mehr ein Kriterium. So bleibt doch vielen nur der Weg in die Illegalität, wenn ihnen die Kraft zum Kämpfen fehlt. In diesen beiden Fällen konnte ich helfen. Ich hatte die Medius Apotheke in der Luisenstraße empfohlen. Sie haben ein großes Beratungszentrum für Cannabis und kämpfen sich gemeinsam mit dem Patienten zum Ziel. Wer wirklich Interesse hat, ich habe da mal was vorbereitet. Nein, ich werde nicht gesponsert. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht und möchte sie an dieser Stelle weitergeben. Die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig, die nächste Wahl möge eine andere Entscheidung bringen, sieht zwar jung aus, ist es aber wahrscheinlich nie gewesen. Denn sonst würde sie wissen, dass alles, was verboten ist, doch einen besonderen Reiz ausübt auf die Menschen. Legalisierung bedeutet, wie meine Vorredner schon sagten, Steuereinnahmen, eingesetzt für soziale Projekte, Jugendschutz,
keine Kriminalisierung mehr sauberer Stoff, Eindämmung des Schwarzmarktes und Rückgang der Alkoholkonsums. Denn für Frau Ludwig ist ein bestimmungsmäßiger Gebrauch von Alkohol legitim. Wo bleibt bitte unser bestimmungsmäßiger Alkohol von Gras? Übrigens stehen landesweit 74.000 Alkoholtote, gerade mal 2 Cannabistoten weltweit in der gesamten Geschichte des Cannabis gegenüber, laut Benno Hartwig, Gerichtsmediziner. Und ich gebe hier zum Schluss auch zu, mein Herz schlägt auch für euch Freizeitkiffer. Kiffen ist nämlich fast die sicherste Freizeitbeschäftigung, die es überhaupt gibt. Auch beim Schlafen kann es Unfälle geben. Eine Frau fiel aus dem Bett, knallte mit dem Kopf auf den Nachttisch, finito. Ich bedanke mich, dass ihr mir so wirklich gut zugehört habt und gebe euch auf den Weg, wehrt euch, klagt eure Rechte ein. Ihr habt mehr, als ihr denkt. Vielen Dank.